und herzlich willkommen bei der D-Schule. Der heutige Tag wird laut den Amerikanern und den Briten dem Sandwich gewidmet. Ich spreche von zwei Brotscheiben, zwischen denen sich ein beliebiger, würziger Belag, zum Beispiel Tomaten, Salat, Eier und Schinken befindet. Der Legende nach hat der Brite John Montagu das Sandwich erfunden. Aber die Legende ist umstritten. Es gibt davon zwei Versionen. Version 1. John Montagu erhielt vom König Karl II. Den Adelstitel Earl of Sandwich. John Montagu war ein leidenschaftlicher Cribbage-Spieler. Cribbage ist dem heutigen Pokerspiel sehr ähnlich. Da John sein Spiel nur ungern unterbrach, ernährte er sich hauptsächlich von dieser Speise, bei der ursprünglich nur Rindfleisch zwischen zwei geröstete Weißbrotscheiben gelegt wurde. 1765 wies Montagus Biograf diese nicht sehr vorteilhafte Version der Geschichte der Sandwich-Erfindung zurück. Version 2. Der Staatsmann John Montagu war ein viel beschäftigter Politiker. Er habe das Sandwich nur erfunden, um seine harte Arbeit am Schreibtisch nicht unterbrechen zu müssen. Welche Version nun der Wahrheit entspricht, lässt sich aus heutiger Sicht schwer nachvollziehen. Aber wisst ihr was? Es spielt doch gar keine Rolle, wie die Geschichte genau war. Fakt ist, dass ich jetzt hungrig geworden bin. Ich bestelle mir und meinen Arbeitskollegen nun ganz bequem online ein Sandwich vom Zucker Sandwich Kurier. Und wisst ihr was? Das wird erst noch umweltfreundlich mit dem Fahrrad geliefert. Na dann, guten Appetit und bis bald! Tschüss!